Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alan Wake 2. Ich bin Renne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns immer noch im dunklen Ort, im U-Bahn-Schacht und sollen der Spur des Kultes weiterfolgen, der Blutspur. Ja, und ich bin gespannt, was wir da in Erfahrung bringen werden. Ich muss mal mein Inventar aufräumen, das gefällt mir nicht, wie das hier ist, so mit den Lücken da. Ich überlege auch, ob wir wirklich 7 Schmerzmittel brauchen. Wir könnten ja mal 3 davon hier in den Schuhkarton packen, falls wir hier noch Sachen finden, neue Waffen oder sonst was, dass wir auch Platz im Inventar haben, weil so ist das ja nichts. So, die Waffe packe ich dann da oben noch hin, so. Die Blendgranate. Gut. Also, wir sind hier noch im dunklen Tunnel. Hier haben wir jetzt alles noch abgesucht und wir mussten, glaube ich, jetzt der Blutspur hier durchfolgen. Aber die endet ja hier. Das heißt, wir müssen weiter durch den Waggon. Genau, und da hinten haben wir alles genommen, so wie das Wort der Macht hier. Dann gehen wir mal weiter hier lang. Okay, hier können wir Licht umschalten. Wir bräuchten nur eine Lichtquelle. So, und an die da hinten kommen wir nicht. An die Lichtquelle da hinten kommen wir nicht. Da haben wir eine Lichtquelle. Aber hier will er nicht rübersteigen. Was ist das denn für ein Lappen? Wieder sehr unsportlich unterwegs. Im ersten ist er sehr schnell aus der Puste gekommen. Und hier kann er noch nicht mal darüber klettern. Okay. Noch ein Ort für die Geschichte. Ich musste die Tunnel nach weiteren Visionen durchsuchen. Inspiration für die Geschichte, die mich weiterführen würde. Du hast eine neue Szene gefunden. Gehe zur Handlungstafel und schreibe die Realität im eingestürzten Tunnel um. Dieses neue Thema bringt mich tiefer in die Geschichte. Wähle die neue Szene und drücke Enter, um sie umzuschreiben. Ein Handlungselement kann in mehreren Szenen verwendet werden. Wähle das Handlungselement FBI-Agent und aktiviere es mit Enter, um die Realität in der eingestürzten Tunnelszene neu zu schreiben. Wichtiger Schauplatz, was passiert hier? Das Tor zur Unterwelt. Hier wurde die Spur des Agenten kalt. Ein Geist? Ich endete die Geschichte und damit auch den dunklen Ort. Der Bundesbeamte suchte hier nach Antworten. Ah, davon haben wir noch ein Echo. Doch was ihn hier erwartete, war schlimmer als der Tod selbst. Bringt Unheil mit sich. Der Kult kann dich mit seiner Magie überall erwischen. Was soll die Tagschicht machen? Was ist eigentlich passiert? Ein Fett hat nach dem Kult gesucht. Doch es war eine Falle. Ein satanisches Blutopfer. Wer sich mit dem Kult einlässt, wird auch geopfert. Sein Anführer soll der berühmte Autor Alan Wake sein. Sein verdammter, ruchloser Messias. Klingt nach Schwachsinn. So, ein neues Echo. Pech? Waren das die das Sonden und Mulligan? Ich glaube ja, oder? Die Blutspur verschwindet unter den Trümmern. Ich dachte mir schon, dass dort etwas lauert. Aber wir können jetzt hier das Licht mitnehmen, oder? Nur noch
gucken, ob hier noch irgendwas ist. Taschenlampe wird dich verschlingen. Können ihr Licht umschalten, aber hier scheint noch ein Wort der Macht zu sein. Aber wo? Vielleicht können wir das Licht ausschalten oder die Szene umschreiben. Na toll. Ein Platz, den ich im Inventar geschaffen habe, ist jetzt mal wieder hinfällig. Hier klang ein weiteres Echo nach. Eine Quelle der Inspiration. Hä? Ah, da. Wort der Lampe haben wir gerade gefunden. So, gewährt eine Chance von 50% beim Töten eine Taschenlampenladung zu erhalten. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Stellt 50 Gesundheit pro Sekunde wieder her, wenn man die Taschenlampenverstärkung gegen feindliche Schatten einsetzt. Das werde ich doch mal belegen. Was wissen Sie? Das heißt, Ihre Forschung könnte helfen, Ma'am. Was wissen Sie? Es gibt mehr als eine urbane Legende über den Kult des Wortes. Der mörderische Kult nutzte diese Tunnel für seine Opferrituale. Es heißt, der Kult habe die Morde in Alan Wakes Krimis nachgeahmt. Und dass Wake sogar selbst unter falscher Identität daran beteiligt war. Und zwar als Mr. Scratch, der Spitzname des Teufels persönlich. Es war verstörend, mich selbst in der Geschichte zu erkennen. Doch ich war verzweifelt. Und es fühlte sich richtig an. Oh Gott. Schalte die Taschenlampe mit 4 aus, um nicht erkannt zu werden. Wir können also an denen vorbeischleichen. So, wir haben gerade Mörderkult, nannte sich dieses Echo. Wir können hier wieder die Szene umschreiben. Da war eine neue Idee, ein neuer Strang. Mörderkult. Die rituelle Vorhalle zum Ort der dunklen Macht des Kultes. Wir wollen aber mit dem Licht, das wir jetzt haben. Wir kommen aber nicht zurück. Wir kommen hier gerade nicht zurück. Okay, da müssen wir vielleicht tatsächlich umschalten. Du kannst nur die Realität in einer Szene umschreiben, in der du aktuell bist. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Ach so, ja klar. Moment, der eingestürzte Tunnel. War ja hier. Genau, hier geht die Handlungstafel an. Hier geht sie aus.
Aber die Frage ist, ob ich trotzdem hier nochmal lang schauen sollte, nachdem das Licht weg ist. Ob da noch mehr ist. Ah, der kommt nah. Der kommt sehr schnell nah. Ich hab hier keine Ahnung, geh weg! Die Schatten waren weg. Oder nur nicht sichtbar. Ihr habt hier aber nicht irgendwas umsonst bewacht, Leute. Oder doch? Moment, bevor wir das hier umschreiben. Will ich das Licht hier einsetzen, um zu wissen, was hier ist. Das Wasser war verschwunden. Der Weg war frei. Zum Schwein-Saint-Bahnsteig. Wo sind wir auf der Karte? Hier in diesem Bereich müssen wir hier später eh lang. Mir kam das eher so vor wie ein Geheimnis. Platz machen. Summt. Das könnte wieder Sheriff Breaker sein, der uns eine Karte mit seinen Verstecken gibt und mit den Worten der Macht. Es wäre schön. Ich bin Tim Breaker, falls Sie sich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich. Ich weiß, Tim, jetzt erinnere ich mich wieder. Schön zu hören. Wie läuft die Suche nach Mr. Doe? Nicht gut. Der Traum, in dem wir uns befinden, legt mir viele Steine in den Weg. Sie glauben, das ist ein Traum? Ich schließe es nicht aus. Meine Träume waren schon immer sehr lebhaft. Sie fühlen sich real an, bis ich aufwache. In den Träumen bin ich oft jemand anderes. Eine andere Person mit einem anderen Namen, einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Alternative Realitäten. Aber bestimmte Dinge bleiben gleich. Mach nicht solche dramatischen Pausen. Dort zum Beispiel. Der Mann auf Ihrer Skizze sieht aus wie Dor, der Talkshow-Host. Ich weiß nur, dass Dor etwas damit zu tun hat, was mit mir passiert. Und er weiß, dass ich das weiß. Er ist ein sadistisches Genie und er liebt es, mich zu quälen. Psst, sag es nicht so laut.
So, er hat ja was Neues über ihn stehen. Zwar, was ist das für ein Ort? Ein Traum fühlt sich surreal an. Kein Ort, jeder Ort, alle Orte, ein beliebiger Ort. Das New York der Gegenwart, nicht New York City, ein Weg zu anderen Orten, ein Nexus. Ist Dor der Torwächter oder versucht er irgendwo hinzugelangen? Überall hin. Dor, Tor, Portal, Port, Öffnung, Zugang, Fenster. So, und wir haben hier jetzt tatsächlich die U-Bahn-Karte mit den Geheimnissen. Dann können wir nochmal schauen, ob wir bisher gut aufgepasst haben. Da hinten scheint noch ein großes Versteck zu sein, das habe ich noch nicht. So, und in den Bereichen waren wir noch nicht. Und hier oben ist nichts mehr markiert, bis auf das. Also scheint das hier, ja, gut gewesen zu sein. So, und hier. Ich glaube, dass sie hier nochmal hingegangen sind, war gerade unser Vorteil. Ich glaube, das gehörte nicht so zur Story, dass ich da schon richtig gedacht habe, dass sie hier das Licht umschalten, um hier weiterzukommen, um so an die besondere Karte der U-Bahn-Tunnel zu kommen. Also, es gibt in der Alan Wake-Variante immer noch mal eine Karte, die uns alle Geheimnisse zeigt, alle Worte der Macht, weil diese sich ja auch sehr schnell übersehen lassen. Gerade weil das ja auch in so, noch mal ein bisschen hier was mitnehmen, weil wir das ja auch eben hatten, dass man umschalten muss, um an gewisse Worte der Macht zu kommen. Gut, also das hat sich schon mal gelohnt, dass wir hier lang sind. Aber trotzdem geht's hier hinten weiter. Ich guck mir das mal an. Das war ja gemein. Freundchen. Wow. Was ist denn unser aktuelles Ziel überhaupt? Suche nach dem Kult, finde mehrere Beweise für Kultaktivitäten in den Tunneln. So, dann nehmen wir direkt mal. Wir sind verletzt. Hier haben wir nochmal einen Schnellspeicherpunkt. Leute, oh. Die Erinnerung verblasst wie ein Traum. Ich muss sie bewahren. Da war ein entsetzliches Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ein realistischer Tatort in einem U-Bahn-Tunnel. Ist das eine Rohfassung von mir? Es muss einer sein. Ich habe versucht, den dunklen Ort um mich zu formen, aber vieles verschwimmt. Selbst meine Erinnerung. Weggespült von dunklen Wellen. Doch manches bleibt. Die dunkelsten, übelsten Elemente, wie der Tatort. Er ist mein Ziel. Ein Sprungbrett, um weiter vorzudringen. Und zu entkommen. Schreib eine Geschichte, die mich dorthin bringt. Casey wird mich hinführen. Tatorte. Das dritte Video zur Reise des Schriftstellers. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt lang sollen. Das kommt mir komisch vor.
Vielleicht sollten wir erstmal da hinten weitermachen. Hier ist ja auch irgendwo ein Wort der Macht. Wahrscheinlich aber, wenn wir hochklettern auf der Seite. Ja, ich werde das da hinten erstmal machen, weil hier ist ja eine Sackgasse. Und hier haben wir so viel Karte, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da hinten... Moment, ich mach's anders, Leute. Bevor wir uns das da bauen und wir vielleicht doch aus dem Kapitel hier rausgehen, werde ich hier mal schnell speichern. Zack. Das heißt, sollte der hintere Part uns direkt ins nächste Kapitel befördern und wir können hier nicht mehr weiter gucken, dann kann ich einfach diesen Speicherstand laden und das noch wiederholen. Und ich werde auch das Licht hier jetzt nochmal mitnehmen. Falls wir das hinten im eingestürzten Tunnel brauchen. Die Szene änderte sich. Dass der mörderische Kult hinter dem eingestürzten Tunnel makabre Rituale durchführte. Leute, was ist das denn da vorne? Wahrscheinlich ein Buch von uns, oder? Der Kultist legte den Casey-Roman ehrfürchtig auf dem Altar nieder. Ihre verdammte Bibel. Ja. Ach du Heiliger. Ich glaube aber, wir müssen tatsächlich da hinten weiter. Das war jetzt nur für die Bibel. Finde mehr Beweise für Kultaktivitäten in den Tunneln. Da müssen wir doch wahrscheinlich da hinten lang. Okay, das heißt, wir müssen das Licht wieder mitnehmen. Oder aber wir ändern jetzt von hier. Moment, ich nehme das Licht trotzdem mit. Wir ändern hier nochmal in eine andere Szene. Leute, und dass wir jetzt zwei verschiedene Szenen auch noch haben, das ist ja richtig übel.
Leute, das ist schon alles etwas strange hier. So, wir gehen hier mal hin. Und ich wechsle jetzt auf vermisster FBI-Agent. Und wenn wir alles rausnehmen... Okay, Leute. Okay. Dann ging es ja doch nicht weiter. Oder wir können das ja auch hier umschreiben. Ach du Heiliger. Wie weit geht das bis hier? Ob wir hier in dem Bereich noch was finden? Die Handlung formte die Welt um mich herum. Es ist total strange, Leute. Okay, wir waren hier aber schon mal richtig. Ich hätte halt lediglich die Bibel verpasst. Huhuhuhu. Hier hängen auch Seiten. Wieso können wir die nicht auf Deutsch übersetzen? Mr. Wendolph mochte Rose. Das kleine Lächeln, das sie hatte. Okay. Wie süß sie war, auch wenn das Leben sie so bitter getroffen hatte. Okay, Agent Nightingale. Light will show you the way. Licht wird uns den Weg zeigen, ja. So, ich werde hier nochmal schnell speichern. Ah, Moment. Hier oben war doch irgendwo eine Leiter. Die habe ich gerade nur übersehen. Da. Du wirst Hilfe brauchen. Viel Glück. Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Wo ist denn das Wort der Macht? Wow. Wow, 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 wow. Lass mich da.
Oh, war das fies. Ach, wir waren da hinten ja noch gar nicht. Wo ja auch noch was liegt. Das habe ich ganz vergessen. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Die Antwort war doch sicher auf der Handlungstafel. Es kann auch sein, dass wir... die Handlung hier umschreiben müssen. Um das Wort der Macht zu finden. Aber hier komme ich gerade nicht an die Handlungstafel. Ich sollte auf der Handlungstafel einen Weg vorwärts suchen. Hier können wir sie jetzt nutzen. Aber... Wo ist denn jetzt die Leiter? Hier, okay. Ich muss nochmal zurückgehen, weil ich das Versteck von Sheriff Baker vergessen hatte, noch zu holen. Ja. Die Worte lassen dich verschwinden durch meine Taschenlampe. Fahr mal einkaufen. Ey, den können wir gar nicht schieben. Was ist da denn los? So, und zwar ganz hinten nach der verschlossenen Tür sogar, habe ich ein Versteck übersehen. Hier ist die verschlossene Tür. Leute, hier! Leuchtwackel, Leuchtwackel, Blendgranate, Heilung und noch ein Traumakissen. So. Ja, das war schon eine Menge. Ja, und wir müssen irgendwie hier den Schlüssel für diese Tür finden. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Weil die Frage ist, Moment, wie kommen wir denn da auf die Rückseite von hier? Und hier ist der entgleiste Zug. Und von hier kommen wir nach da. Okay, wir dürfen das halt nicht vergessen, dass sie hier nochmal den Weg dahin nehmen. Leute, das ist ja ein Hickhack hier. Okay. Tut mir leid für das viele Hin- und Hergerenne, aber wir wollen ja auch alles sammeln hier. Ich bin ja schon froh, dass sie diese Karten haben. Dass ihr schon mal die Worte der Macht nicht so einfach verpassen können. Alan Wake. Nochmal in den Schuhkarton packen wir jetzt nochmal. Ne, nicht das Traumakissen. Nicht das Traumakissen. Doch, wir haben davon zwei. So, erstmal bewegen nach da. Das
Jetzt bewegen wir nach da. Moment, machen wir anders. So, da oben die Waffen und den ganzen Kram. Waffen und Batterien. Und die Heilung dann nach hier unten. Leute, ich bin, was sowas angeht, leicht gestört. Ich brauche da meine Ordnung. Das ist quasi eine Zwangsneurose. So, nochmal schnelles Speichern. Noch ein Kaffee ist nicht schlecht. So, dann gehen wir hier hoch. Und müssen jetzt den entgleisten Zug umschreiben. Ich fand eine weitere überzeugende Kulisse. Ach du Heiliger, etwas Schreckliches ist hier passiert. So, der Agent war gekommen, um nach dem Kult zu suchen, auf der Suche nach Ärger. Der Kult beanspruchte die Herrschaft über die Tunnel durch Feuer. Ich nehme erstmal den vermissten FBI-Agenten. Hallo? Jemand da? Tot. Sagte sie gerade Agent Nightingale? So, und ich gucke mal, ob wir in dieser Form jetzt an die Worte der Macht kommen. Müsste direkt vor unserer Nase sein. Ich lasse die Worte dich ersticken. Also in dieser Szene auf jeden Fall nicht. Oh, doch da. Da. Worte des Krieges, nicht des Kriegens. Das wurde schlecht übersetzt. Ich nehme erhöht den Schaden der letzten Kugel in der Trommel des Revolvers um 25%. So. Ja, dann müssen wir hier wohl die Szene nutzen, mit dem Kult. Mörderkult. Das würde die Geschichte vorantreiben. Der Kult hat den Waggon mit Benzin übergossen. Ein eiserner Käfig, der wenig später zum Sarg wurde. Wow! Wow, Leute! Hilfe! Geschichte! Geheime Worte. Geschichte für mich. Hier haben wir noch ein Echo. Oh, ist das fies. Ist das fies.
Das war wohl eines dieser Dunkelheitsprojektile, von denen wir gelesen haben. Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Boah, das ist dieses so... Dieses Handlungselement würde die Geschichte vorantreiben. Das ist so krank, wie... Oh Gott, so Fackelträger haben wir gerade gefunden. Ey, das ist auch ein bisschen übertrieben, oder wie viele Handlungsstränge wir jetzt hier ausprobieren können. Mann, okay, gerade hinter uns ist auch. So, ich wechsle mal auf Fackelträger. Der Weg vorwärts durch die Eingeweide des verbrannten Kadavers. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Leute, aber irgendwo hier... muss das für uns verborgen sein. Ich nehme mal komplett alles raus. Die Geschichte bestimmte die Szene. Kann einen wahnsinnig machen, jetzt alle Szenen zu durchsuchen. Oder stehe ich gerade einfach nur falsch? Nein. Leute, ich verstehe einfach nicht, wie wir hier jetzt... Leute... wie kommen wir daran? Finden wir vielleicht nochmal eine Szene, die wir umschreiben können? Das wäre aber... oh Gott. Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Ich konnte ihn durchqueren. Leute... Leute, was ist das gerade für eine kranke Scheiße? Scheiße.
Okay, vielleicht von der Seite jetzt hier. Das haut ja auch nicht hin. So, wir dürften hier aber noch ein Wort der Macht finden. Ja. Moment mal. Wir kommen hier wieder zurück. Das heißt, wenn wir die Szene nochmal umschreiben können, könnte das die Szene sein, wo wir hier die Hilfe des Sheriffs haben. Ja, deponierte Sachen. Okay, das war nämlich gerade meine Sorge, dass wir das nicht mehr können. Jetzt sind die entgleisten Zug, wenn wir die Szene nochmal umschreiben. Ich suchte die Antworten auf der Handlungstafel. Moment mal. Boah, das mit der Handlungstafel, mit dem Umschreiben. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen... Die dunkle Caldera haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelesen, oder? Einige der Orte hier wirken bedeutungsvoll. Hatte ich sie ins Leben geschrieben? Ich habe sie als Szene meiner Geschichte benutzt. Der Bahnsteig war eine Schwelle, die es zu überschreiten galt. Ich habe eine Vision gehabt, ein Echo einer vergessenen Idee zu einer Casey-Geschichte. Ein Blick in eine andere Realität, ein Handlungselement für diese Geschichte, um tiefer zu reisen. Der dunkle Ort reagiert auf die dunkelsten Handlungsstränge, alles andere verblasste. Ein grausamer Tatort in den Tiefen. Wenn ich ihn erreiche, kann ich weiterreisen. Ein Grenzort, Inspiration für die Geschichte, Tatort weiter den Weg entlang. Dann haben wir jetzt hier stehen, Caseys Fall, die Geschichte, die ich schrieb, um meinen Weg zu finden. Casey auf der Suche nach einem vermissten FBI-Agenten. Der Agent auf der Spur eines Mordkults, der Kult des Wortes. Ein Ort der Macht, der von den Fackelträgern verehrt wurde, einer Gruppe von geheimnisvollen Sonderlingen in den Tunneln. Die Kultisten töteten sie, um in ihren heiligen Ort einzudringen. Unser Ziel aktuell, Suche nach dem Kult, immer noch. Ich sollte die Geschichte mit der Handlungstafel fortsetzen. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall umschreiben. Oder kommen wir von hier? Hier wird gerade gespeichert. Aber hier gehen wir weiter runter, oder? Boah, wie viele sind denn da? Er sagte, ich sollte die Geschichte mit der Handlungstafel umschreiben. Wir wollen ja auch hier an das... Hier, da steht was vor. Das heißt, wir müssen tatsächlich umschreiben. Irgendeine Realität, wo... Aber wir kommen hier wieder nicht an die Handlungstafel. Leute. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen. Moment, Moment, Moment. Wir haben ja diese Tür geöffnet. Um weiterzukommen.
Ach, man kann es kaputt schießen, okay. Auf die Idee hätte ich auch vorher kommen können. Wort der Wirkung. So. Senkt den von Dunkelheitsprojektilen erlittenen Schaden. Das ist das, was wir eben erlebt haben. Sorgt dafür, dass Alan Wake von Feinden um 20% schwerer entdeckt wird. Das wäre auch gut. Erhöht den an Feinden in der unmittelbaren Nähe verursachten Schaden um 10%. Wir erhöhen mal unseren Schaden. Wie viele kommen denn da noch? Da hinten geht es auf jeden Fall zum nächsten Wort der Macht. Der Besserung. Leute, wir brauchen aber langsam wieder einen Safe Spot. Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde. Wir erhöhen mal die maximale Gesundheit um 35%. Da bin ich immer noch nicht dran gekommen, Leute, ne? Das ist doch merkwürdig. Wenn da jetzt eine neue Waffe ist, okay, dann müssen wir jetzt hier in die Swine Station. Der Pfad war versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Die Lichter würden mir helfen. Also Licht an und Licht aus. So, und wir haben hier auch den neuen Safe Room. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das lasse ich mal alles. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Und ich werde hier jetzt mal manuell speichern. Genau. Und wir arbeiten uns ja weiter durch die Tunnel, indem wir etliche Szenen umschreiben. Das ist gerade echt pur. Ein bisschen anstrengend. Vielleicht denke ich mir das auch nur komplizierter, als es wirklich ist. Aber ich verstehe zum Beispiel gerade nicht, wie wir an das fehlende Objekt hier kommen. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Ich habe mir das in allen verschiedenen Szenen angeguckt. Und nirgendwo war da ein Koffer der Hilfe. Oder ich war einfach zu blöd und habe das übersehen. Ja, und hier wird es wohl interessant, wie wir hier mit Lichtwechsel dann arbeiten müssen, um durchzukommen. Ja, es ist, ja, wow. Okay. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, Leute. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Alan Wake 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Gehabt euch wohl.
Ah ja, Renne,